Elphaba. Ein Genie zu entdecken, war schon lang ein Wunschtraum von mir. Oh, wenn ich dich dem Zauberer anvertrau, wirst du sein Visier. Magie, Visier, ich werde dem Zauberer schreiben. Ich schildere ihm dein Talent. Deine Chancen, dass er dich behält, sind exzellent. Sei fleißig und gescheit, dann bringst du es weit. Habe ich richtig verstanden? Habe ich mich unterschätzt all die Zeit? Kann mein kleiner Tick, dieses Ungeschick, ein Talent sein, das den Zauberer bezaubert? Bring ich es weit? Ich bin bereit. Wenn wir uns begegnen, zeig ich, was ich kann. Dem Zauberer begegnen wünsch ich mir, seitdem ich schon lang. Er stellt mich vor sich ins Licht, um mir ein Kompliment zu schenken. Denn der Zauberer ist nicht dumm, wie die Munchkins, die klein denken. Nein, er wird mir sagen, auf dich kann ich bauen. Das hab ich dir gleich angesehen. Der Zauberer und ich, zwei, die sich verstehen. Wenn ich dann bei ihm bin, bleibt nichts, wie es war. Beim Zauberer im Team bin ich nicht angreifbar. Kein Vater ist nicht stolz auf mich, kein Schwesterherz fühlt Scham. Das Volk von euch sagt er dann, Elphaba, weil dich dein Inneres vollkommen macht, ist es nicht gut, dass dein Äußeres dumme Leute beklommen macht, da dich niemand hier auf deinen Dienst anspricht, sondern nur von deinem Grünspan spricht, wollen wir Magie praktizieren und dich entgrünifizieren. Das ist natürlich nicht wichtig für mich. Doch gut, ich lass es geschehen. Der Zauberer und ich, zwei, die sich verstehen. Der Zauberer und ich, zwei, die sich verstehen. Den Träumen nach, ab jetzt flieg ich den Träumen nach. Ich hab eine Vision, an der ich mich orientiere, und ist auch das Bild noch recht verschwommen. Ich weiß, so wird es kommen. Einmal feiern alle hier ein großes Fest im Lande Oz, und dieses Fest geht mir. Jetzt das Perfekt.